Multibanking ist einfach. Egal von welcher Bank. Bei uns verwalten Sie alle Konten und Depots im Online-Banking und in der Sparkassen-App. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz für Ostsachsen und Südbrandenburg. Täglich ab 18 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 30. Juli. Schön, dass Sie wieder mal mit dabei sind. Wir beginnen unsere Sendung mit den neuesten Meldungen aus der Lausitz. Seit 2014 gibt es die LIDA-Region Lausitzer Seenland. Ziel des Ganzen ist es, effizient öffentliche Gelder für die Entwicklung der Region zu nutzen. Nun hat LIDA wieder zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen. Im Rahmen des Ideenwettbewerbs »Ein Platz für jedermann« sucht die LIDA-Region Lausitzer Seenland nach kreativen Projektideen. So soll das Zusammenleben in den Gemeinden aktiv gestaltet werden. Voraussetzung ist es, dass ein Mehrwert für die breite Masse erzielt wird. Ziel der Aktion sind die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, die Förderung des ehrenamtlichen Engagements sowie die Steigerung der Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Wohn- und Lebensort. Die 10 besten Ideen sollen mit mindestens 2.000 Euro prämiert werden. Das Preisgeld kann dann zur Umsetzung des Projektes eingesetzt werden. Vereine, Interessengruppen, Arbeitsgemeinschaften und auch Einzelpersonen im Gebiet der LIDA-Region Lausitzer Seenland werden hiermit angesprochen. Die Ideen können ab sofort bis Dezember dieses Jahres eingereicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter ile-lausitzerseenland.de. Auch der Zoo Hoyerswerda bietet in diesem Jahr den Ferienkindern wieder ein Sommerprogramm an. Das Thema: Wie komme ich an mein Futter? Silke Kühn, die Zooschulpädagogin, stellt gemeinsam mit den Kindern unterschiedliche Futterbeschäftigungen für Zoobewohner her. Über die Futtervergabe wird der Alltag der Tiere im Zoo abwechslungsreicher gestaltet. Dafür werden jedoch Kreativität und Geschick benötigt. Diese beiden Eigenschaften können die Kinder beim Ferienprogramm unter Beweis stellen. Das Sommerferienprogramm dauert etwa 2,5 Stunden. Es findet jeweils am 18. und 25. August sowie den 1. September um 10 Uhr statt und kostet 35 Euro pro Familie. Aufgrund begrenzter Plätze ist eine Voranmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich. Auch in diesem Jahr finden die Spremberger Filmnächte statt. Als Austragungsort dient auch 2021 wieder die Freilichtbühne. Bereits zum 17. Mal werden die Filmnächte in Spremberg veranstaltet. Nun wurde erneut ein Kooperationsvertrag mit einem langjährigen Unterstützer unterzeichnet. Seit 10 Jahren ist die Volksbank Spree-Neiße nun Partner der Filmnächte. Ein Filmprogramm für dieses Jahr steht noch nicht fest. Heimat lebt von ihren kleinen Geschichten und den Menschen dahinter. Kennen Sie jemanden mit einem besonderen Hobby, einem großen Herz für andere oder großem Engagement für eine Sache? Dann schreiben Sie uns an info@lausitzwelle.de. Wir stellen diese Menschen gern einmal vor. Auf dem Jahrmarkt, der zurzeit in Bautzen ist, gab es in dieser Woche eine ganz spezielle Attraktion. Die Berufsfeuerwehr Bautzen hat nämlich das dortige Riesenrad als Ausbildungsobjekt genutzt. Wie das zusammenpasst, erfahren Sie jetzt. Die Bautzener Berufsfeuerwehr hat in dieser Woche ein Höhenrettungstraining auf dem Jahrmarkt. Dieser macht derzeit Station auf dem Schützenplatz in Bautzen. Das entwickelte Szenario beinhaltet ein manövrierunfähiges Riesenrad mit einem medizinischen Notfall eines Besuchers in einer Gondel.
Das Riesenrad hat eine Höhe von 40 Metern, somit war es nicht möglich, die Rettung mit einer Drehleiter durchzuführen. Zuerst wurde dann von der Höhenrettungsgruppe eine Seilstrecke aufgebaut. Anschließend konnte sich ein Kollege zu dem Verletzten abseilen, um die Rettung vorzubereiten. Behutsam und mit klaren Kommandos wurden beide knapp 200 Meter zu Boden abgelassen. Die umstrittenen Villen am Görlitzer Postplatz können abgerissen werden. Die Landesdirektion Sachsen hat den entsprechenden Antrag des Architekten Mike Straube, der im Auftrag des Kaufhausinvestors Winfried Stöcker handelt, genehmigt. Zwar bestätigt die Landesdirektion, dass es sich bei den Häusern Postplatz 5 und 6 um Einzeldenkmäler handelt. Allerdings sei ihr Erhalt für die Eigentümer aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar. Die Genehmigung ist jedoch mit der Auflage verbunden, das Kaufhaus denkmalgerecht zu sanieren. Der bekannte Unternehmer Winfried Stöcker hatte das Görlitzer Jugendstil-Kaufhaus 2013 erworben, nachdem er zuvor bereits 4 Jahre lang leer stand. Er benötigt das Areal der beiden Villen, um das Parkhaus zu vergrößern. Die Görlitzer Verkehrsbetriebe erneuern ihre Fahrscheinautomaten. So sollen den Fahrgästen dann mehr Zahlungsmöglichkeiten und eine Schnellwahlfunktion geboten werden. Mit der Installation der neuen Geräte wurde mit Beginn der sächsischen Sommerferien gestartet. Die alten Geräte sind bereits seit mehr als 20 Jahren im Einsatz. Bis Oktober sollen 48 neue Automaten installiert werden. Davon sind 25 mobile und 23 stationäre Automaten. Unterschriftenaktion zur Nachrüstung von Personenaufzügen am Bahnhof Lauchhammer. Der Bahnhof in Lauchhammer wird grundhaft saniert und erhielt eine Personenüberführung. Diese ist jedoch nicht behindertengerecht ausgerüstet. Die Stadt Lauchhammer hat die Deutsche Bahn mehrfach darauf hingewiesen, dass eine nicht barrierefreie Ausstattung der Brücke zu massiven Beeinträchtigungen von Menschen mit Behinderung führt. Die Bahn begründet die nicht behindertengerechte Ausstattung mit zu geringen Fahrgastzahlen. Die Behindertenbeauftragte der Stadt Lauchhammer startet daher am 30. Juli ab 8 Uhr auf dem Wochenmarkt in Lauchhammer Mitte eine Unterschriftenaktion zur Nachrüstung von Personenaufzügen am Bahnhof. Unterschriftslisten liegen im Rathaus Lauchhammer Süd, im Bürgerbüro in Lauchhammer Mitte und in teilnehmenden Geschäften der Stadt aus. Die Unterschriftenaktion läuft einschließlich bis 23. August 2021. Der Wettbewerb Kunst am Bau für die Kulturweberei Finsterwalde ist abgeschlossen. Die öffentliche Hand steht mit ihren Bauwerken in besonderer Weise im Blickfeld der Öffentlichkeit. Um dem Qualitätsanspruch für die Kunst gerecht zu werden, war die Auswahl eines geeigneten Kunst am Bauprojektes ein zweistufiger, begrenzter öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben. Es ging darum, einen unabhängigen Kunstwissenschaftler auszuwählen, der sich in Kunst am Bau auskennt und einen guten Überblick über das aktuelle Kunstgeschehen nachweisen kann. Ausgewählt wurde die Eva Müller Kunstberatung. Wettbewerbssiegerin ist Isabel Kerkermeier mit ihrer Bronzefigur. Im August ist eine Ausstellung mit den Entwürfen geplant und bis zum 31. Dezember soll die Anlieferung und Platzierung des Kunstwerkes an seinem gewählten Standort stattfinden. Das Karswaldbad in Arnsdorf hat einen neuen Vereinsvorstand, welcher schon jetzt große Pläne für das Freibad hat. Holm Timm will als neuer Vorstand das Bad zu einem kulturellen Treffpunkt umstrukturieren. Wie Timm berichtet, plane man das Freibad das gesamte Jahr über zu nutzen, statt nur in der Badesaison von Juni bis Ende September. Feste, Feiern und Konzerte sollen nächstes Jahr auf der kleinen Bühne im Bad stattfinden. Wie wir bereits gemeldet haben, belegen Ärzte und Kliniken in der Lausitz im deutschlandweiten Vergleich durchaus vordere Plätze. Nach einer im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erstellten Studie gehören beispielsweise 2 Chefärzte aus Görlitz zu Deutschlands Top-Ärzten. Und das Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda belegt dabei einen beachtenswerten 31. Platz. Das Seenlandklinikum in der Zusestadt ist auch Thema unseres nachfolgenden Beitrages. Was es von dort zu berichten gibt, erfahren Sie jetzt in der neuesten Ausgabe unseres Seenlandklinikums aktuell. Lausitzer Seenlandklinikum aktuell. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Juli-Sendung Seenlandklinikum aktuell. Ich begrüße Sie wieder aus dem wunderschönen Park des Krankenhauses. Es wird eine ganz bunte Sendung. Wir haben viele Themen. Wir berichten unter anderem über die Eröffnung der MVZ-Praxen, über den Welcome Day der neuen Azubis, über die Konsultationswoche. Die wurde durchgeführt in Vorbereitung auf das praktische Examen. Und wir berichten
über ein Implantat-Carillon-Mitral-Kontursystem. Klingt jetzt kompliziert, es ist aber ein Implantat zur Behebung eines Herzklappenfehlers. Am 30. Juni wurde im Lausitzer Seenlandklinikum erstmalig ein neues System zur Behandlung eines Herzklappenfehlers, einer sogenannten Mitralinsuffizienz, implantiert. Chefarzt-Dr. Olaf Altmann hat das Carillon-Mitral-Kontursystem einer 81-jährigen Patientin eingesetzt. Also es handelt sich bei diesem mehr oder minder unscheinbaren Draht um das sogenannte Carillon-System. Das ist ein System zur Behandlung der Schlüsselunfähigkeit der Mitralklappe. Die Mitralklappe, die liegt zwischen linker Herzkammer und linken Herzvorhof und ist bei verschiedenen Herzkrankheiten, schließt diese Klappe nicht richtig. Insbesondere dann, wenn das Herz sich vergrößert. Sie können sich vorstellen, wenn das Herz größer wird und die Klappe die gleiche bleibt, dann bleibt in der Mitte zwischen diesen Klappensegeln eine Schlüsselunfähigkeit und Defekt und der führt dann zu einer Verschlechterung der Herzleistung mit eben vor allem einem Pendelflussvolumen. Und man hat bisher versucht, das zu behandeln durch operativen Eingriff. Das ist relativ aufwendig, dass man das Herz eröffnet und die Klappe entweder rekonstruiert, das heißt einen Abnäher reinmacht quasi oder einen Klappenring verkleinert. Und da die Patienten meist sehr krank sind, hat man versucht, verschiedene Ansätze, wie man das kathetertechnisch machen kann. Und eins davon ist dieses Carillon-System. Da schiebt man diesen Draht, der ist dann zusammengefaltet, wird sozusagen in einer Schleuse in die Herzvene hineingeschoben, in Sinus coronarius, wird genau adaptiert an die Größe des Patienten und dann wird er dort eröffnet. Man kann dann über den Zugmechanismen diesen Klappenring verkleinern. Man zieht sozusagen den Klappenring zusammen und dadurch wird die Klappe, die ursprünglich undicht ist, kann wieder an Dichtigkeit gewinnen. Weltweit ist dieses System erst seit 2020 im Einsatz und etwa 1500 Mal implantiert worden. Neben den verringerten Auswirkungen einer Herzinsuffizienz profitieren Patienten bei diesem System von einer relativ kurzen Implantationsdauer, der Unversehrtheit der einzelnen Klappen und dadurch der Erhaltung zukünftiger Behandlungsmöglichkeiten. Die chirurgische Praxis von Diplommediziner Bernd Henning und die psychiatrische Praxis Margit Noack sind in neue Räume innerhalb des Lausitzer Seenlandklinikums gezogen. Sie befinden sich nun im Erdgeschoss des östlichen Gebäudeteils. Insgesamt 4 neue Sprechzimmer, ein großer Warteraum, weitere Bereiche sowie ein Fachraum für ambulante chirurgische Eingriffe sind nun barrierefrei zu erreichen. Vor allem für die chirurgische Praxis haben sich die Bedingungen erheblich verbessert. Im neuen Eingriffsraum kann nun die komplette ambulante chirurgische Versorgung der Patienten erfolgen. Im Rahmen der Spätschicht der Unternehmen in Hoyerswerda hatten Interessierte auch das Lausitzer Seenlandklinikum besucht. Am Haupteingang begrüßt wurden sie an der Notaufnahme vorbei in den großen Konferenzraum im Verwaltungsbereich gebeten. Dort wurde ihnen das Haus mit einem kurzen Film und einer Präsentation vorgestellt. Im Anschluss gab es eine Führung durch das Institut für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene durch den Laborleiter Steffen Vogel. Vor kurzem gab es für die Pflegeschüler im Lausitzer Seenlandklinikum eine ganz besondere Veranstaltung. Erstmalig wurden praktische Konsultationstage, mit denen sie sich ganz speziell auf das praktische Krankenpflegeexamen vorbereiten, durchgeführt. Es ist ein 3-tägiger Kurs angeboten worden, den die Schüler im Rahmen ihres Praxiseinsatzes selbstständig nutzen konnten. Er war fachlich mit ganz bestimmten Themen bestückt. So konnten Fragen an die Wundexpertin gestellt werden. Es bestand aber auch die Möglichkeit des Übens der venösen Blutentnahme oder dem Umgang mit dem Tracheostoma. Weitere Trainingselemente waren die Fixierung eines Patienten, das Legen einer Magensonde oder der Umgang mit Drainagen. In einem Monat erfolgt der Start des nächsten Ausbildungsjahrganges zum Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Bevor es aber richtig losgeht, hatten die 29 Azubis die Gelegenheit, ihren Praxisbetrieb kennenzulernen. Sie waren mit einem Elternteil zum Welcome Day in das Lausitzer Seenlandklinikum eingeladen. Nach der Begrüßung durch Pflegedirektorin Birgit Wolthusen und der Vorstellung von Lehrkräften, Praxisanleitern und der neuen Klassenlehrerin Susanne Klimek gab es für die Gruppe eine Führung durchs Haus mit Technikleiter Alexander Retschke. Ein Blick in die Notfallaufnahme, die Radiologie, auf den Hubschrauberlandeplatz und wichtige Haustechnik zeigte den angehenden Pflegefachkräften, wo sie in den nächsten 3 Jahren zum großen Teil ihre Praxiseinsätze durchführen werden. Am 1. September beginnt dann der Unterricht für die Schüler an der medizinischen Fachschule. Der erste Praxiseinsatz startet Mitte Oktober.
Und das war sie, unsere Sendung. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder zur nächsten Sendung Ende August. Bleiben Sie gesund. Lausitzer Seenlandklinikum. Aktuell. Entdecken Sie Rosaxan, wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Jetzt im Spreekino Spremberg. Egal wie schnell man ist, die Vergangenheit ist schneller. Fast and Furious 9, täglich 17 und 20 Uhr. Vielleicht ist das wirklich das Ende, aber wir sterben zusammen. Spreekino Spremberg. Denn ich bin bereit, wenn du es bist. Mehr Infos auf spreekino.de. Die kulturellen Highlights 2021 im Kulturhaus Torgau und auf Schloss Harpenfels. Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Es erwarten Sie viele wunderbare Konzerte und Musicals in einer außergewöhnlichen Renaissance-Kulisse. Von Rock bis Klassik, Programm für jeden Geschmack, immer im Sommer und immer unter freiem Himmel. Also sichern Sie sich Ihre Tickets schnell unter Telefon 03421 90 35 23 oder unter www.kulturhaus-torgau.de. Heute feiern wir die Arbeit einer ganz besonderen Berufsgruppe, die sonst meist im Hintergrund agiert. Solange alles funktioniert in unserem digitalisierten Alltag, beachten wir sie kaum. Aber sobald es ein Problem gibt, sind sie die Helden, ohne die nichts läuft. Wir treffen uns im Zuse Computermuseum und erfahren dort auch, was man beim Thema Sicherheit im Internet und am Handy beachten muss. Seit der Jahrtausendwende wird er immer am letzten Freitag des Monats Juli in Deutschland gefeiert, der Tag des Systemadministrators. Grund und Anlass genug für uns, einen Experten aus der Welt der Computer nach Hoyerswerda ins Konrad-Zuse-Computermuseum einzuladen. Denn Computersicherheit ist ein großes Thema, welches von der Mehrheit der Menschen leider immer noch nicht ernst genug genommen wird. Ein Computer ist ja eine Maschine, die Informationen verarbeitet, jeglicher Art. Und das hat früher mal angefangen, wie man hier auch im Computermuseum sehen kann, mit irgendwelchen Buchhaltungsfragen oder mit Berechnungen zu Vermessungstechnik oder sowas. Und mittlerweile betrifft das ja alle Bereiche unseres Lebens in irgendeiner Form. Also wenn ich überlege, wem ich meine intimsten Gedanken anvertraue oder sowas, dann ist es ja nicht mal mehr ein Lebenspartner oder die Eltern oder sowas, sondern es ist mein Handy oder mein PC, der im Zweifelsfall all diese Dinge, weil ich weiß, der meine ganzen Diagnosen kennt oder irgendwie die komische Schwellung da, die ich irgendwie neulich mal in die Suchmaschine eingetippt habe, ob das vielleicht was ist, oder der vielleicht meine Vorlieben kennt, über die ich vielleicht auch mit anderen Leuten nicht so gerne sprechen wollen würde, ne? Vielleicht meine politischen Ansichten dadurch, dass ich irgendwelche Essays lese oder mich irgendwie informiere. Und all diese Informationen ergeben dann ein durchaus vollständiges Bild von mir als Person, vielleicht ein Bild, was detaillierter ist, als was ich selber ahnen könnte. Und in dem Sinne, wer einen Zugriff auf meinen Computer hat und all diese Daten exfiltrieren kann, der ist im Prinzip der perfekte Privatdetektiv. Der kann bis in mein Schlafzimmer gucken und das kriege ich im Zweifelsfall nicht mal mit. Doch wie kann man sich als Einzelperson oder als Institution gut schützen, um nicht Opfer von Kriminalität zu werden? Wir werden keine hundertprozentige Sicherheit erreichen. Wir werden uns nicht schützen können vor irgendwelchen Geheimdiensten oder vor was nicht alles, vor wie mächtigen Akteuren, die Daten exfiltrieren wollen. Wenn solche Leute an unsere Daten ran wollten, dann können sie es auch. Und im Zweifelsfall können das ja auch neben unseren privaten Daten zum Beispiel auch die Daten der Firma sein oder die Daten von einer Stadtverwaltung oder sowas. Wenn da interessante Sachen sind, gegen derartige Akteure wird man sich nicht verteidigen können, aber man kann versuchen, besser zu sein als der Durchschnitt, und das sind letztendlich immer wieder dieselben Hinweise, die wir auch schon seit Jahr und Tag geben. Das heißt, immer schön Updates installieren, dass die Sicherheitslücken, die zumindest bekannt sind, eventuell schon behoben sind, immer ordentliche Passwörter verwenden, die möglichst stark sind, im Passwortmanager einsetzen, damit diese Passwörter gut verwaltet sind.
immer schön Backups machen, also Datensicherungen, und auch zu gucken, ob die Backups auch funktionieren, dass nicht nur irgendwie leere Platten weggeschrieben werden. Es gibt immer solche Fälle wieder mal, dass Leute sagen, ich habe eine Backup-Strategie, hier wird jeden Tag irgendwie alles auf eine Festplatte kopiert und die lege ich dann in den Schrank oder was nicht alles. Und dann kommt halt irgendwann der Fall, dass die Daten tatsächlich weg sind, da will man es wieder herstellen und stellt fest, das Backup hat nicht funktioniert, da ist nichts lesbar auf den Platten. Das ist auch so eine Sache. Also nur ein Backup will eigentlich keiner haben. Eine Wiederherstellung will jeder haben. Und die müsste man dann zweifelsfrei auch üben. Also auch, wenn man dann in die Detailfragen reingeht, gibt es eigentlich in fast jeder Organisation noch irgendwas zu verbessern. Am Beispiel eines Passwortmanagers erklärt Majewski, wie man sich besser schützt. Bei diesem Passwortmanager hier, KeePass XC, werden diese ganzen Passwörter lokal gespeichert, also in einer lokalen Datei auf der Festplatte. Dann gibt es hier den Download-Knopf, da kann man das runterladen. Was man dann für diese Browser-Integration noch machen muss, ist noch eine Erweiterung zu installieren. Das habe ich hier jetzt auch bereits schon einmal gemacht. Das läuft im Firefox über den Knopf Add-ons hier im Menü. Und dort kann man dann suchen. Und hier ist die KeePass XC-Erweiterung installiert, die ich über die entsprechende Seite gefunden habe, über das entsprechende Verzeichnis von Firefox. Und ich habe mal als Beispiel hier ein Benutzerkonto bei Wikipedia angelegt. Und wenn ich jetzt hier dieses Anmeldeformular habe, sehe ich jetzt hier dieses Symbol, wo ich klicken kann. Und dann werden hier diese Anmeldedaten, der Benutzername und das Passwort eingefüllt, was ich dann verwenden kann. Bei herkömmlichen Browsern ist ein Passwortmanager bereits integriert. Der birgt aber Risiken. Wir sind jetzt hier bei Firefox in den Einstellungen drin, also hier im Menü unter den Einstellungen, wo man alle möglichen Dinge konfigurieren kann. Und Firefox hat so eine Funktion, dass man Zugangsdaten speichern kann. Das sind hier diese entsprechenden Einstellungen, Fragen, dass Zugangsdaten und Passwörter für Webseiten gespeichert werden sollen. Die werden dann auch automatisch ausgefüllt, wenn das hier ausgewählt ist. Und das ist ja erstmal das, was man irgendwie haben möchte. Das klingt schön und einfach. Dann hat man sofort, was man haben will. Allerdings ist hier das Problem, man sieht hier den großen freundlichen Knopf gespeicherte Zugangsdaten, und wenn ich hier reingehe, dann sehe ich hier unser Beispielkonto, was wir bei der Wikipedia angelegt hatten vorhin, wo eben meine Passwörter hinterlegt sind, mein Name und auch mein Passwort, und das kann ich hier sogar anzeigen. Und das heißt, da kommt im Prinzip jeder ran. Im Zweifelsfall, wenn halt jemand kurz am Rechner vorbeikommt, während ich nicht gucken kann, findet er hier meine Passwörter für alle meine Webshops, für die E-Mail-Konten, für eventuell auch die Bank. Auch das Museum, das zu Ehren des Computererfinders Konrad Zuse in Hoyerswerda errichtet wurde, bietet unerfahrenen Computernutzern die Möglichkeit, sich über aktuelle und spannende Computerthemen zu informieren sowie Fragen zu stellen. Hier im ZCOM Zuse Computermuseum wollen wir natürlich auch Interessierte und die Bürger in der Sicherheit schulen, wie sie gut mit ihren Computern und Handys umgehen können. Das machen wir in verschiedenen Ebenen. Klar ist das ein Thema in unserer Ausstellung, aber natürlich auch zusammen mit der Verbraucherzentrale ist jeden Dienstag im Monat, dem ersten Dienstag im Monat, zum Thema der Datensicherheit oder der Anwendung. Also im nächsten im August geht es zum Beispiel um Gesundheits-App und was ich darauf aufpassen muss, dass nicht gleich jeder meine Daten mitlesen kann, sondern ich die auch nur für mich generiere. Dann ab September haben wir kontinuierlich einen Stammtisch bei uns, wo die Besucher selber, die Zuhörer, die Aktiven einbringen können, sich mit Themen, über was wir reden wollen, was sie hören wollen, wo wir schulen können, und dann natürlich auch weitere Veranstaltungen auf unserer Homepage. Laut dem Portal Statistica.com nutzen in Deutschland über 97% der 14- bis 39-Jährigen ein Smartphone. Über 60 Millionen Geräte waren 2020 in Deutschland in Benutzung, Tendenz steigend. Auch die Möglichkeiten, die man mit den Geräten hat, erweitern sich stetig. Und so bezahlen viele Menschen bereits mit ihrem Handy. Wie groß ist das Sicherheitsrisiko dabei? Mit dem Handy zu bezahlen ist zum Beispiel eine Sache, die ich selber seltenst tue. Was jetzt allerdings meine Privatmeinung ist, es gibt Leute auch im Chaos, die das anders sehen. Es ist wahrscheinlich eine technische Abwägung, die ich jetzt hier in der Breite gar nicht ausführen kann. Für weitere Fragen können sich interessierte Privatpersonen oder Institutionen Hilfe beim Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik suchen. Diebstähle, Verkehrsunfälle und Drogenfahrten. Auch in dieser Woche war wieder einiges zu tun für die Polizei. Was genau, das erfahren Sie jetzt. Unbekannte haben am Mittwochvormittag am Ärztehaus in der Töpferstraße in Bautzen ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein hellblaues KTM. Es ist ca. 600 Euro wert. Der Kriminaldienst sucht nun nach Zeugen. Hinweise nehmen das Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591 3560 oder jede andere Dienststelle entgegen.
Am vergangenen Wochenende ist auf dem Lutherplatz in Görlitz ein Kunstprojekt zerstört worden. Es handelt sich um eine Skulptur aus mehreren Löwen, von denen einer zertrümmert wurde. Die Polizei bittet auch hier Zeugen mit Beobachtungen und Hinweisen, sich zu melden. Entweder beim Revier Görlitz unter der Rufnummer 03581 6500 oder in jeder anderen Polizeidienststelle. Am Dienstag hat sich auf dem Parkplatz des Freibades an der Stoltener Straße in Groß-Hörsdorf ein Verkehrsunfall ereignet. Ein bislang noch Unbekannter ist mit seinem Auto gegen einen Skoda gestoßen. Er hat dabei einen Schaden von ca. 2000 Euro verursacht. Die Polizei bittet Beobachter, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, sich im Revier Kamenz unter der Rufnummer 03578 3520 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Zum Ende der Sendung sehen Sie die Wetteraussichten für das kommende Wochenende. Zuvor schauen wir noch in unser Kalenderblatt. Der erste Spatenstich für den Solarpark in Bernsdorf jährt sich heute bereits zum 12. Mal. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 30. Juli 2009 ist auf dem Gelände des ehemaligen Gustanklagers in Bernsdorf der erste Spatenstich für einen Solarpark gesetzt worden. 6,7 Millionen Euro wurde als Investitionssumme genannt. Bereits 2001 hatte man auf dem einstigen Militärgelände drei Windräder errichtet und damit die zivile Nutzung des Areals eingeläutet. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. In Zittau kann man am Samstag eine Stadtführung mit dem Nachtwächter erleben. Es gibt eine unterhaltsame Runde durch das abendliche Zittau, gespickt mit Humor und Wissenswertem und einem kleinen Nachttrunk. Start ist um 21 Uhr am Wirtshaus zum Alten Sack am Salzhaus. Die Runde dauert anderthalb Stunden und kostet 7 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder. Im Technischen Museum der Bandweberei in Groß-Röhrsdorf erwartet den Besucher ab dem 1.8. eine beeindruckende Sonderausstellung über die Geschichte der Kraftmaschinen im Modell. Gezeigt werden funktionstüchtige Nachbauten von historischen Dampfmaschinen, Heißluftmaschinen und Verbrennungsmaschinen. Öffnungszeiten des Museums sind der erste und der dritte Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr und dienstags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr. An den Sonntagen sind jeweils Vorführungen an den Modellmaschinen zu sehen. Wir tanzen gegen Plastik, heißt es am Sonntag im Tierpark Görlitz. Um 15 Uhr startet das Tanztheaterstück H2 Plastik. 24 junge Menschen haben in der ersten Ferienwoche unter Leitung zweier Tanz- und Rhythmuspädagogen dieses Stück gelernt. Die Themen Wasser und Plastik werden auf einzigartige Weise tänzerisch und musikalisch in einer knappen halben Stunde dargestellt. Die Veranstaltung selbst ist kostenfrei, es fällt lediglich der reguläre Tierparkeintritt an. Spielort ist auf und vor der Bühne im Lausitztal des Tierparks. Heute war es wechselnd wolkig und sonnig. Die Temperaturen bewegten sich um die 22 bis 25 Grad. Es gab böig auffrischenden Westwind. Am Abend und in der Nacht bleibt der Himmel klar, die Temperaturen sinken auf 15 Grad ab. Am Samstag ist es im Flachland vormittags sonnig. Am Nachmittag ziehen einige Wolken auf, die Höchstwerte erreichen 24 Grad. Ein frischer Wind aus Südwesten sorgt zusätzlich für Abkühlung. Auch die Höchsttemperatur im Bergland liegt bei 24 Grad und auch hier wird es sehr windig. Böen mit bis zu 50 km/h sind möglich. Die Nacht bleibt sternenklar mit Temperaturen bis minimal 17 Grad. Am Sonntag lässt sich die Sonne den ganzen Tag nicht blicken. Wolken verhängen ganztags den Himmel und die Temperaturen sind mit 14 bis maximal 22 Grad eher frisch. Zum Anfang der Woche gibt es am Montagvormittag wieder erste Niederschläge, die sich zum Mittag hin aber gelegt haben werden. Am Nachmittag wird es noch Wolken geben, bis sie zum Abend hin ganz verschwunden sind. Die Maximaltemperaturen liegen bei 22 Grad.
Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Alle Nachrichten gibt es wie immer zum Nachlesen und Nachschauen auf unserer Homepage www.lausitzwelle.de. Am Montag sind wir im Fernsehen wieder ab 18 Uhr für Sie da. Im Lausitzwelle Radio erwartet Sie Barbara Peschke bereits um 6 Uhr morgens im fröhlichen Wecker. Schönes Wochenende, machen Sie es gut. Tschüss.